Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und die meisten von euch wissen es ja sicherlich, ich bin ein leidenschaftlicher Gamer, ich bin Nerd, ich liebe Comics, ich liebe Fantasy-Sagen, alles, was das Nerd-Herz begehrt. Und wir hatten ja jetzt auch mal ein paar Movie-Trailer-Reactions, was natürlich auch für mich sehr spannend ist, auch ein bisschen Abwechslung auf diesen Kanal zu bringen. Und heute gibt es aber Saltatio Mortis featuring Lara Loft mit The Dragonborn Comes von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich glaube, Skyrim ist mittlerweile auch schon 10 Jahre alt. Es ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, glaube ich, mit einer der besten. Ich habe es auch damals ziemlich heftig gesuchtet. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es gibt Modder, die mittlerweile dieses Spiel sowas von aufpimpen, was die Optik angeht. Und es gibt so viele Mods, wo das Ganze wirklich, es sieht schöner aus, es viel mehr Details, du kannst mehr machen. Und es ist schön, wenn sich Menschen so sehr mit beschäftigen, genauso wie Saltatio Mortis und Lara Loft. Saltatio Mortis, ganz klar, brauche ich glaube ich nicht mehr groß vorstellen, hat man ja nur auch schon öfters mal auf dem Kanal gehabt. Lara Loft, wer Lara Loft nicht kennen sollte, ich glaube, sie ist Streamerin, Let's Playerin, glaube ich, Sängerin, Synchronsprecherin, ich glaube Schauspielerin auch, bin mir gerade nicht so 100% sicher. Also die Frau macht alles, was man mit Medien irgendwie nur machen kann. Und sie ist auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, ich habe sie mal auch mal singen gehört. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie für Frozen, also den Animationsfilm da auch was gemacht hat. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber sie hat mal einen Song gesungen oder irgendwas. Irgendwo habe ich sie mal gesehen und dachte mir so, boah, krass, gute Stimme, ne? Und sie wirkt halt auch optisch wirklich sehr sympathisch. Ist auch nicht so eine leichte Kotterschnauze hat sie, glaube ich, auch. Da habe ich mal irgendeinen Clip gesehen, da war so auch so freie Schnauze. Fand ich super. Macht Menschen für mich sofort sympathisch, wenn sie halt nicht drüber nachdenken, was sagen, sondern einfach sagen, wie sie es sagen möchten. Und ja, und die haben halt einen Song gemacht, The Dragonborn Comes. Und da dachte ich mir, Leute, da haben mir natürlich auch ein, zwei Leute gleich bei Instagram das Ganze geschickt. Und dann sagt, ja, hier, das musst du dir anhören. Und ja, machen wir doch, ganz klar, habe ich auch mega viel Lust drauf und ich bin sehr gespannt. Ja, Lara Loft hat ja eine schöne, sanfte Stimme, während der Alea natürlich schon so eine etwas raue Stimme hat, teilweise auch ein bisschen aggressiv singen kann, was man ja immer mal wieder hört. Er hat ja auch viele Gastauftritte, zum Beispiel auch bei Feuerschwanz. Und ich würde sagen, wir hören uns das Ganze mal an. Fantasy gemixt mit Folk Rock, das kann doch nur geil werden. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Harmonie zwischen den beiden Sängern ist. Wir haben hier den ganz klassischen Saltatio Mortis Mix, Musik, das heißt, das Ganze ein bisschen härter. Natürlich ganz mit Dudelsäcken untermalt. Kinder-Ecker, Bock, ihr hoffentlich auch. Ab rein ins Video. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, was hier Saltatio Mortis mit featuring Lara Loft so auf die Beine gestellt haben. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes. With the voice wielding power of the ancient order. Ich erwarte jetzt, dass es richtig straight in die Fresse geht. Oh ja. Gänsehaut, pur. Wahnsinn. Das ist so. Das ist ja eine Schande, dass man hier unterbrechen muss. Aber ich würde es gerne noch mal von Anfang hören. Ja, ich meine, das war jetzt eine Minute. Werden wir alle überleben. Aber lasst uns das noch mal wirklich genießen, diesen wunderschönen Anfang, wo Lara Loft anfängt, ganz entspannt zu singen, wo der Alea mit einsteigt, mit einer wirklich sehr ruhigen Stimme und dann das Ganze in diesen Refrain umgeht und dieser Chorus, dieser Chor, der da einsetzt, wirklich dieses Bombastische, wie man es halt auch aus Skyrim kennt, das ist sofort Gänsehaut und so muss das sein.
geil. Ich finde, das. Ich bin ein bisschen. Ich bin glücklich. Wahnsinn. Aber er sieht halt auch optisch so, so toll aus mit seinem Bart und seinem. With the voice wielding power of the ancient Nord arts. Dieses bim 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 bim. Richtig geil. Jetzt. Oh, krass, wie viel Energie da drin steckt. Das ist so geil. Auch wieder Gänsehaut. Schöne Harmonie zwischen den beiden. Das ist so geil. Dun, 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 dun. Geil. Das Witzige ist, wenn ich Alea sehe, wie er da in diesem Heu liegt, muss ich eher an Assassin's Creed Valhalla denken. Da haben sie ja auch diesen Song gemacht, wo er auch den, jetzt fällt mir der Name von dem Hauptdarsteller nicht ein. So geil, ja. Jetzt hier mit Skyrim das Ganze, es ist schon ein bisschen mindblowing, muss man so, so ein bisschen mindfuck, aber im positiven Sinne. Aber wie gesagt, ich generell diese Stimme hier zwischen den beiden, unfassbar. Unfassbar, es macht einfach Spaß. Und Musik muss Spaß machen, muss einen betreffen. Und geil. Nudelsäcke gehen immer. Oh, schön. Richtig schöne Kulisse. Ah, kommt mir. Ja, hier. Skyrim liegt so lange her. Cool gemacht. Hey, ich will es nochmal sehen. Cool. Kinder, ich sag's euch, der Papa ist sowas von begeistert von dem Song, von der ersten Minute bis zur letzten. Alleine dieses bim, 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 dann setzt Lara Loft ein. Es macht einfach Spaß und meine Fresse habe ich Bock auf Skyrim. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich werde wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März wieder anfangen zu streamen. Ohne feste Zeiten, das kriegt mit Kind einfach nicht auf die Reihe. Wir werden auch anfangen mit Elden Ring, weil ich eben auch mal rüber auf Skyrim mit der Anniversary Edition. Oh, der Song, geil, der ist geil. Der ist so schön abwechslungsreich, so facettenreich und oh, dieser Chor, ihr wisst, ich liebe Chor. Chor,
Chor ist geil und der Chor ist hier so mega, mega bombastisch. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, was da gesungen wird, ist auch völlig egal, man muss nicht immer alle verstehen, wenn es geil klingt, klingt es nun mal geil. Und ich finde, Lara Love passt hier wirklich wunderbar mit drin, kann man nicht anders sagen. Also wirklich eine absolut tolle Single. Ich sehe auf Platz 3 der Kategorie Musik auf den Tab Trends. Respekt dafür. Na, bald eine 500.000 Aufrufe. Wahnsinn. Also das Video ist absolut toll. Alleine wenn sie da alle, die ganze Band, Lara Love, da alle wirklich vor diesen Runensteinen da stehen. Das ganze, die ganze Farbgebung, das ganze Licht, es sieht so düster aus und doch irgendwie wirkt es ruhig. Ich weiß, es klingt total bescheuert. Ich bin ja auch kein Experte. Ich sage nur, wie es für mich rüberkommt. Und dann dieses Ganze, diese Kulisse mit dem Berg, dieser Weitsicht, weil ich gehe mal davon aus, das ist jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt ein Greenscreen war oder irgendwie sowas. Es sah auf jeden Fall toll aus. Die Ruinen, wo Alea vorbeigelaufen ist. Wahnsinn. Generell beide Charaktere, ja, mit ihren Kostümen. Toll, es sieht einfach so toll aus und die Musik. Es ist ein wunderschönes Komplettpaket, sage ich jetzt einfach mal. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll. Wahnsinn. Unfassbar viel Spaß macht der Song. Den werde ich mir auch sehr oft reinziehen. Das ist schon fast schon schade, dass er nur knapp über 3 Minuten geht. Aber lieber kurz als viel zu lang, wo du echt denkst, es muss doch jetzt echt so viel. Grandios. Freunde, wenn euch der Song gefällt, checkt bitte aus. Ich bin so überfordert. Links zu Tatio Mortis, zu Lara Love, zum Musikvideo. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Einen Daumen nach oben für mich, für sie, für uns alle. Wenn euch das Ganze irgendwie gefallen hat, ihr mehr davon sehen wollt, haut's in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.